Von vielen wird sie schon sehnsüchtig erwartet, die Corona-Impfung. Aber es gibt auch skeptische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich mehr Aufklärung über Wirkung und Nebenwirkungen der Impfung erwarten. Aufgrund von Initiative der Gesundheitsgemeinderätin Claudia Weinbrenner hat sie mit dem Primar Bacher gesprochen und wir möchten ganz gerne eine Informationsveranstaltung zum Thema Impfen machen hier in der Gemeinde. Das wird am 10. März sein. Es gibt sehr, sehr viele Gerüchte, sehr, sehr viele Fragen, welcher Impfstoff, warum soll ich mich impfen? Diese Fragen werden dort beantwortet. Am 10. März sollte dieser Termin nicht zustande kommen, gibt es natürlich einen Ersatztermin und unbedingt sehr, sehr wichtig ist, man muss sich anmelden zu dieser Veranstaltung. Die Informationen werden wir noch den Medien übermitteln. Seitens des Landesklinikums Amstetten ist die Position klar. Allen Mitmenschen wird die Impfung wärmstens ans Herz gelegt. In jeder Altersgruppe bis auf Kinder haben wir schwere Verläufe gesehen und auch Patienten gesehen, die verstorben sind. Zum Eigenschutz würde ich mich definitiv impfen lassen und jeder der Impfstoffe schützt mich gut vor einer schweren Erkrankung. Zum Zweiten, es reduziert die Möglichkeit der Ansteckung anderer. Das heißt, ich schütze auch meine Angehörigen, meine Freunde, meine Arbeitskollegen. Und das Dritte, ich würde mich impfen lassen, weil wir nur in einer Gemeinschaft es schaffen werden, die Pandemie zu besiegen. Und der einzige Weg aus dieser Pandemie ist die Impfung. Auch wer einfach seine Freizeitbeschäftigungen vermisst, hat genug Grund, um impfen zu gehen. Die Impfung ist für uns sehr wichtig, weil wir wieder in ein normales Leben zurück wollen, weil wir wieder normale gesellschaftliche Ereignisse haben möchten, weil wir wieder Sportveranstaltungen haben möchten, weil wir wieder Arbeitsplätze sichern müssen und zurück ins Arbeitsleben müssen, um auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Impfung ist für uns wichtig, weil das Krankenhaus teilweise sehr überlastet und ausgelastet ist, wie der Primarius Bacher schon erwähnt hat, weil die Gesundheit einfach unser wichtigstes Gut ist. Die Informationsveranstaltung ist am 10. März. Eine Anmeldung ist erforderlich.